wieder. Ich fange dann mal jetzt an. Okay. Okay. Hey, und ich hab... Nee. Nochmal. Hey, und ich hab heute ein neues Video für euch. Genau. Hey, und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich hab heute den... Mein erstes Mal Tag für euch. Und... Ja, ich würde sagen, fangen wir direkt mit der ersten Frage an und los geht's! So, die erste Frage ist dein erster Tweet. Da habe ich extra gerade mal nachgeschaut. Es gibt nämlich so eine Internetseite, wo man seinen Twitter-Namen eingibt und dann wird einem der erste Tweet angezeigt. Und ich dachte so, boah, jetzt kommt bestimmt irgendwie sowas von wegen, ja, hey, ich habe endlich Twitter oder sowas. Aber nein. Mein erster Tweet war einfach eine Antwort auf einen Tweet von Lamia Slimani. Kennt ihr vielleicht oder nicht? Bestimmt. Und meine Antwort war, hahaha, beste. Ja, sehr spektakulär. Ja, das war mein erster Tweet. Und die zweite Frage ist dein erstes YouTube-Video. Mein erstes YouTube-Video habe ich vor knapp 3 Jahren hochgeladen. Das ist allerdings nicht mehr hier auf dem Kanal zu sehen, weil ich das einfach irgendwie voll peinlich fand, das Video, und es mir einfach nicht angucken konnte. Und deswegen wollte ich das auch irgendwie, also deswegen wollte ich auch nicht mehr, dass es öffentlich ist. Auf jeden Fall, da habe ich einfach darüber geredet, wieso ich YouTube mache, was ich machen möchte und wie ich darauf gekommen bin, warum... Also wieso mein Kanal früher Beautylicious 40 hieß. Ja, sowas halt. Es war, also, keine Ahnung, mir war das Video auf jeden Fall voll unangenehm. Und ich konnte es mir einfach nicht ansehen, deswegen habe ich das rausgenommen. Vielleicht reagiere ich ja irgendwann nochmal darauf. Aber, ja. Dein erstes Facebook-Profilfoto. Das ist leider auch nicht mehr... Also das habe ich auch nicht mehr bei Facebook drin, weil ich mal vor 1,5 Jahren oder so mein Facebook-Profil aussortiert habe. Und ja, deswegen habe ich das Foto da leider nicht mehr drin. Aber ich kann das mal versuchen rauszusuchen. Oder falls ich das Foto nicht finde, füge ich euch jetzt mal hier eins ein, was ich so relativ am Anfang von Facebook drin hatte. Und ja, das ist sehr... Hübsch, ne? Ja. Auf jeden Fall, das ist es wahrscheinlich gewesen, oder... Ja. Die nächste Frage ist... Redest du noch mit deinem ersten Beziehungspartner? Nee, eigentlich nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie mit so einem mega riesigen Streit auseinandergegangen sind oder so. Aber ich habe halt einfach keinen Kontakt zu ihm, also... Deswegen rede ich auch nicht mit ihm, also... Würde ich die Frage jetzt einfach mal mit Nein beantworten. Was war dein erstes Auto? Mein erstes Auto ist das, was ich jetzt auch momentan fahre. Das habe ich Mitte Juli oder so bekommen. Und zwar ist das ein blauer VW Polo. Und ja, wohin ging es, als du das erste Mal in einem Flugzeug saßt? Da müsste ich ungefähr 5 oder 6 Jahre alt gewesen sein, glaube ich. Und da bin ich nach Omsk geflogen. Das ist in Sibirien, also in Russland. Und da habe ich halt damals meine Oma und meinen Opa besucht, weil die halt dort gewohnt haben. Kommen wir zur 7. Frage. Was war dein erster Job? Mein erster Job war Zeitungsausträgerin oder Austeilerin. Keine Ahnung, ich habe Zeitungen verteilt. Und der Job war... Nicht so mein Ding, sag ich mal so. Also ich habe den Job im Winter angefangen und musste dann immer am Wochenende Zeitungen bei Schnee verteilen oder bei Regen. Auf jeden Fall war es arschkalt und ich hatte einfach schon nach 2 Wochen keinen Bock mehr darauf. Aber das war mein erster Job. Was war das Erste, was du an diesem Morgen getan hast? Und ich glaube, das ist das, was eigentlich fast jeder am Morgen tut. Ich habe auf mein Handy geguckt und geschaut, ob mir irgendjemand geschrieben hat oder ja, einfach alle Plattformen abgecheckt und
Genau. Dein erster gebrochener Knochen. Ich habe mir zum Glück noch nie was gebrochen und ich hoffe, es bleibt auch so. Nächste Frage. Dein erstes Piercing. Ich habe nicht wirklich ein Piercing. Ich habe Ohrlöcher und auf der Seite habe ich auch noch ein zweites Ohrloch. Also, ob man das jetzt Piercing nennen kann, weiß ich nicht genau. Ich wollte mir mal vor einem Jahr oder so ein Helix-Piercing stechen lassen. Aber irgendwie hatte ich dann irgendwie doch zu sehr Angst, weil, ja, vor den Schmerzen und ja, irgendwie möchte ich das auch gar nicht mehr so unbedingt haben. Dein erster Film, den du gesehen hast, da kann ich mich jetzt leider nicht so mega dran erinnern, aber es gibt dazu auch so eine relativ lustige Geschichte. Und zwar war ich da 3 Jahre alt und meine Mutter und mein Opa saßen im Wohnzimmer und haben Freddy Krüger geguckt. Und ich saß halt daneben und die dachten sich halt so, ja, dass ich halt in dem Alter eh nichts von dem Film mitbekomme und das halt nicht checke. Ich kann mich da auch nicht mehr dran erinnern oder so, ne? Nur ich weiß halt, dass ich danach voll Angst vor Leuten mit Hüten hatte, weil Freddy Krüger ja auch einen Hut trägt und ich war dann ungefähr 7 oder so und habe schon in Deutschland gewohnt und boah, wir hatten so einen gestörten Vermieter, ne? Der ist einfach auf unseren Balkon geklettert, ohne dass der uns irgendwie vorher vorgewarnt hat oder uns danach irgendwie gefragt hat. Und ich guck so und der hat halt immer einen Hut getragen, ne? Ey, ihr wisst nicht, wie ich mich erschrocken hab, ne? Ich hatte so Schiss vor diesem Vermieter und ja, auf jeden Fall war das, denke ich mal, so der erste Film, den ich mitbekommen hab, aber ja, creepy. Der erste Sport, den du betrieben hast. Ich habe zwar mehrere verschiedene Sportarten gemacht, wobei ich aber keine einzige Sportart davon so richtig durchgezogen habe. Also ich war mal beim Hip-Hop, ich war mal in einer Röhnrad-AG, ich war beim Turnen, beim Cheerleading. Ja, also was genau jetzt so... Also ich glaube, als erstes war ich beim Turnen, aber ich habe halt nichts davon so wirklich durchgehalten. Also ich hatte nach ein paar Monaten keinen Bock mehr darauf. Und ja... Also ziemlich sportlich, ne, wie man merkt. Und die letzte Frage ist, wenn du einen Wunsch frei hättest, welcher wäre das? Ich würde mir keinen bestimmten Gegenstand oder irgendwie sowas wünschen. Ich würde mir einfach Weltfrieden wünschen. Also keine Ahnung, dass halt jedem Menschen auf der Welt gut geht und ja, sowas halt einfach. Ja. Obwohl... Ich glaube, ich würde mir einfach 3 weitere Wünsche wünschen. Nee, Spaß. Also, ich würde mir halt irgendwie sowas in der Art wünschen. Und ja, somit ist dieses Video auch schon zu Ende. Ich hoffe echt, dass es euch gefallen hat. Und ja, falls ja, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben oder mich abonnieren. Also, würde mich echt freuen. Und... ja, falls ihr irgendwelche Videowünsche habt, ne, ehrlich, ihr könnt mir die einfach in die Kommentare schreiben oder auch wenn ihr irgendeine Frage an mich habt, dann fragt mich einfach, ne, also ja. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen, beziehungsweise dass ihr wieder einschaltet und ja, ciao und bis zum nächsten Mal.